Die Burg Kirchschlag war vom 12. Jahrhundert bis Mitte des 17. Jahrhunderts eine bedeutende Grenzfeste gegen Osten. Der Ort Kirchschlag war durch eine Ringmauer mit der Burg verbunden und zu einer mächtigen Wehranlage ausgebaut. Ende des 14. Jahrhunderts wurde unterhalb der Burg auf halbem Weg zwischen dem Ort Kirchschlag und der Festung eine Schlosskapelle zu Ehren unserer lieben Frau errichtet. Reste des Kreuzrippengewölbes sind an der teilweise erhaltenen Langhaus Südwand erkennbar. Weiter geht's bergauf zur Burgruine. Der einzelstehende Bergfried ist 22 Meter hoch und hatte ursprünglich 6 Geschosse. Eine im Zuge der letzten größeren Renovierung eingebaute Holzstiege führt zum Wehrgang, von dem man einen freien Blick auf die Burgruine, auf Kirchschlag und die Umgebung hat. Die Burg betreten wir über eine Holzbrücke, ehemals eine Zugbrücke. Durch das zweite Burgtor kommen wir in den Tor Zwingen. In friedlichen Zeiten wurde der Zwinger als Garten genutzt. Am Ende des Zwingers befand sich das dritte Burgtor, das in den äußeren Burghof führte. Im Bereich des äußeren Burghofs sehen wir den hölzernen Wehrgang an der äußeren Ringmauer. Durch das vierte Burgtor, das innere Burgtor, betreten wir schließlich das Herzstück der Burg mit dem inneren Burghof. An der Stirnseite des inneren Burghofs lag das Hauptgebäude der Burg, der Palas. Der Palas ist der älteste Teil der Burg. Die Wasserversorgung erfolgte durch eine Zisterne. Der Weg zurück führt uns wieder durch das innere Burgtor zum äußeren Burghof und weiter wieder in den Zwinger durch die Burganlage hinaus.